Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 4 Großstadtleben. Und wie ihr im letzten Part gesehen habt, der ja etwas länger war und dementsprechend geteilt wurde, wir haben Zuwachs bekommen. Also zum einen sind unsere Zwillinge gewachsen und zum anderen haben wir hier unsere zwei Miezekatzen, die Minka und den Mikesh, bekommen. Ja, und haben die auch schon ein bisschen kennengelernt, ein bisschen hier eingerichtet, Sachen für die gekauft und so weiter und so fort. Ja, und eigentlich sollte der kleine Marvin noch in seinem Stühlchen sitzen, was er gerade nicht tut, aber egal, was will er denn da? Vor sich hin brabbeln. Ja, das kann er machen. Melody war hundemüde, die haben wir erstmal ins Bett geschickt und die beiden sind dabei, aufs Töpfchen zu gehen. Und ja, mal gucken, ne? Setz dich da ruhig wieder rein. Du hast dann auch Hunger. Halt, stopp, stopp, was machst du? Was tust du? Du, was da? Dann los. Also, setzt du ihn jetzt wieder rein oder setzt du ihn raus? Keine Ahnung, ich gucke mal. Weil eigentlich hat er wohl aufgegessen. Ja. Nee, halt, lass ihn doch wieder raus. Komm, lass ihn raus. Ist okay, kannst ihn rauslassen dann, ja. Und die Kleine muss, glaube ich, auch noch was essen. Ja, und dann sind sie beide müde, genau. Sie sollte dann auch mal noch ins Ding. Oh, Lektion Kleinkind. Melina ist bloß ein hilfloses Kleinkind. Oh, waja, oh, waja, oh, waja. Ja, Papa, kümmere dich mal gefälligst, ne? Na, dann lass ihn da sitzen, ist mir egal. Wenn du mit Melina fertig bist, bitte hier Melina was zu essen geben. Hier, da. Die kriegt natürlich auch ein Schinken-Käse-Sandwich. Ich hoffe, die schafft das noch, so müde wie sie ist. Und dann lässt ihn hier mal raus. Das ist ja der Hammer. So. Ich hoffe, wir haben es bald. Wie geht's denn unseren kleinen Miezen? Während wir da... ups, wo bist du? Was machst du? Wo bist du? Hallo, Mieze? Mieze? Nicht, dass ihr mir hier in der Großstadt abhanden kommt. Sind die jetzt unten? Nein, ihr seid nicht unten, ne? Ihr seid... Wo seid ihr? Hilfe, ich sehe euch nicht. Hilfe, Miezekatze verloren. Autsch. Ja, sie kommen hoffentlich wieder. Ja, ich nicht wissen. Ja, komm. Geh und pack die Kleine dann da in das Töpfchen, in ihren Hochstuhl. Und keine Ahnung was. Oh Gott, was ein Durcheinander hier. Das ist ja Hammer. So, ja, schnapp sie dir, genau. Damit sie mal was zu essen kriegt. Und wir müssen hier unbedingt aufräumen. Eigentlich könnten wir eine Putzfrau gebrauchen hier. Ehrlich, jetzt nach der Feier und allem. So, bring sie ins Stühlchen und dann lass den anderen Schreihals raus. Er ist ja Gott sei Dank noch recht friedlich. Also, und hier dampft es so grün und... So, sie rein und ihn raus. Bitte. So, und du musst essen. Komm, ess. Ha, was ein Glück, sie schnappt sich das Essen und... Beißt du auch rein? Beißt du da auch rein? Oh Mann, Mädel, iss, ne? Ja, gut, okay. Gut, hast du jetzt den Marvin rausgelassen? Oder bist du noch dabei? Gut, wie geht's denn Marvin? Marvin geht's... müde geht's ihm. Okay, dann würde ich sagen, bevor wir uns mit den Katzen weiter beschäftigen können, einmal Marvin ins Bett bringen. Gucke mal hier. Du kannst ihn vielleicht in den Schlaf lesen. Das wäre eine nette Sache. Mhm. Er ist nämlich auch müde. Ich meine, der Geburtstag und alles war sehr lang. Oh, und Minka liegt da und schläft da, genau. Tierobsession. Moment, Moment, stopp, muss ich gucken. Was steht da? Wie die meisten Tiere kann auch Mikesh, oh wei, auf unerklärliche Weise von Dingen rund um das Haus besessen sein. Behalte deine pelzigen Freunde im Auge, um ihre individuellen Interessen kennenzulernen. Mikesh, also Minka liegt da und schläft. Wo ist denn bitte Mikesh? Die Gläser, sind es diese Gläser, die da stehen? Ich weiß es nicht, ja. Wir gucken mal. Oder ist es die Badewanne? Oder ist es der Teppich? Oder ist es das stinkende Töpfchen? Oh, ich glaube, es ist das stinkende Töpfchen. Ihhh. Ja, das stinkt, ne? Da haben gerade zwei Kleinkinder reingemacht. Ja, das ist bestimmt nicht so angenehm. Mhm. Oh, aber süß. Wie er da sitzt. Ich lach mich tot. Ich lach mich tot. Es ist herrlich. Und da wird vorgelesen. Ach, Papa, du bist einfach genial.
Was ein Glück haben wir hier zwei Leute im Haus, die sich kümmern. Und Diego, muss ich mal ganz ehrlich ein Kompliment machen. Er ist ein super Ehemann geworden und ein noch besserer Papa. Und, oh nein! Nein, guckt's euch an, Hilfe! Lektion schelmisch. Ha, Hilfe! Was? Stimmt, Mikesh ist schelmisch. Mikesh ist ein schelmischer Kater. Er benimmt sich häufig daneben und kann sogar ermutigt werden, sich schlecht zu benehmen. Ich glaube, er ist gerade irgendwo am Kratzen, aber guckt sie euch an. Oh Gott, die arme kleine Maus. Es ist so fürchterlich. Och, Menno. Ich sehe gerade, dass die liebe Melodie aufgewacht ist. Komm, zeig mal, wo bist du? Warum bist du wach? Du hast nicht ausgeschlafen. Ist Mikesh hier? Hat er dich geweckt? Oder wo, oder hockt er da noch am Töpfchen? Wo ist denn Mikesh? Mikesh, wo bist du schon wieder? Lass mal zeigen. Ach da. Mhm. Was hast du getan? Was ist hier bei dir los? Zu Fehlverhalten ermutigen. Nein. Aha, übers Aufwecken belehren. Er hat uns geweckt, wie auch immer, und hat sich direkt danach ins Bad verpieselt. Das geht nicht, Junge. Also das müssen wir dir irgendwie austreiben, auch wenn schelmisch sein natürlich interessant ist. Ja, ja. Jetzt belehr ihn mal. Also das geht so nicht, Junge. Das ist nicht nett, wenn du mich hier weckst, mitten in der Nacht quasi, ne? Aber wir haben dich trotzdem lieb, ja. Habe ich dich jetzt eigentlich wegen dem Aufwecken belehrt? Nee, scheinbar nicht. Dann belehre ich dich jetzt. Mhm. Ja, ja, du lernst das auch noch irgendwann irgendwie, ne? Es ist nicht nett, Frauchen zu wecken. Nein, gar nicht nett. Ja, aber ich hab dich trotzdem lieb. Oh, Mikesh hat gelernt, Sims nicht zu wecken. Ja, toll, dafür kriegst du einen Knuddler. Das ist okay. Au, war ja. Halt. Irgendwas hat geschrien. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Die Kleine da am Schreien? Nein. So, aber die Kleine muss auch noch ins Bett. Hier, würdest du mal bitte dein Brot oder was auch immer du da isst, leg mal Melina ins Bett. Machst du das? Melina ins Bett legen? Das geht nicht, weil die da am Schlafen ist. Okay, dann musst du sie wohl aufwecken. So, erstmal aufwecken und dann gibt's auch noch ein ins Schlaf lesen. Komm, Mädel, das geht so nicht. Hol die mal da raus. Die arme Maus. Och Gottchen. Kannst du sie da rausholen? Wäre das eine Möglichkeit? Ja, komm, mein Schatz. Ich bring dich ins Bett. Das ist schön. Ja, mach das mal, Papa. Oh Gott, hier ist aber auch Chaos. Und natürlich, ich musste ja direkt zwei Katzen haben, ne? Ich kann es mir ja nicht einfach machen. So, ab ins Bett mit dir. Nee, 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 nicht rauskrabbeln. Reinkrabbeln. Hallo, huhu, du ins Bett gehörst. Ja, okay. Und dann kommt Papa und setzt sich zu dir und liest dir was vor. Und ich mach mal den eklig stinkenden Teller hier weg. Halt! Melodie, was machst du? Stopp! Was? Level 2 der Fantasiefähigkeit erreicht. Ja, toll. Und was willst du? Du lässt die beiden jetzt mal hier in Ruhe. Ach, guckt mal, Minka ist am Spielen. So, und du musst jetzt mal aufräumen. Es hilft ja alles nichts. Ich meine, Hunger ist okay, aber wir müssen hier dringend aufräumen. Das geht so nicht. Und die Teller da auch mal und überhaupt und das. Keine Ahnung, räum einfach mal alles auf. Haben wir eigentlich eine Spülmaschine? Muss ich jetzt mal checken. Haben wir nicht. Ist ja noch schlimmer. Oh, und hier steht vergammeltes Essen. Das kommt mal weg, bevor die Katzen meinen, dass sie da ran müssen. Und sich was, da weiß der Geier was holen. Ich muss Minka sehen. Hallo Minka, 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 warte. Ich will gucken, ich will gucken. Och, jetzt hat sie das Bällchen losgelassen. Mist, war ich nicht schnell genug. Oh, aber süß, wie sie da rumrennt. Uhu, wo bist du? Was machst du? Musst du auf Toilette gehen? Oh, apropos Toilette gehen, jawoll. Ach, schön. So, ist er jetzt auch fertig mit Vorlesen? Jawohl. Nee, was machst du? Was? Lass, was auch immer, das. Moment, ich muss mal gucken. Irgendwer muss jetzt mal hier die Katzen loben. Für, dafür, dass er auf dem Toilette waren. Wo ist Mikesh jetzt wieder hin verschwunden? Da. Er sitzt in der Ecke und guckt die Ecke an. Ja, dann können wir dich mal loben. Warte mal, haben wir das da irgendwo loben, weil du auf Toilette warst? Genau. So ist brav. Das hast du ganz toll erkannt. Ja.
Und streicheln tun wir dich dann auch mal. Oh, und die Gläser sind weg. Sehr schön. Ja, das machst du mal schnell. So, und du bist am Geschirrspülen. Ist auch schön. Das Töpfchen müsste mal gesäubert werden. Und dann darfst du auch direkt hier loben. Wo ist das mit dem Loben? Stopp hier, loben. Ach, das dauert bei ihr alles viel zu lange. Ja, komm. Mach du erstmal die Sachen. So. Und du gehst hier... Oh, dann... Diego hat Freundschaft mit Mikesh geschlossen. Ja, das ist prima. Du lobst die Kleine bitte auch. Und dann machst du hier bitte mal das Katzenklo sauber. Und wenn du schon bei den Toiletten bist, kannst du hier auch sauber machen. So. Deine Frau muss nämlich endlich mal was essen. Ah, jetzt wird der Rest hier geputzt. Gut, okay. Haben wir denn noch was zu essen im Kühlschrank? Ich glaube schon. Irgendwie müsste da was sein, glaube ich. Hoffe ich. Ja, hier gibt's noch Gourmetkuchen. Nee. Komm, den tun wir jetzt mal weg. Kann man den nicht wegtun? Mist. Okay, dann musst du eben was kochen. Tut mir leid. Koch dir mal was. Wie wär's denn mal mit Pia? Was ist das denn um Himmels Willen? Ach Gott, ich bin hier gar nicht mehr drin, was es alles gibt. Rührei mit Speck. Da haben wir sogar eine Tomate übrig. Gucke mal. Kannst du mal Partygröße machen? Das ist okay. Dann könnt ihr da was essen. Uah, Gott. Ja, sie hat Hunger. Alle haben Hunger eigentlich, ne? Und arbeiten müssten wir auch mal irgendwann was. Oh Gott, arbeitet von zu Hause aus, von 10 Uhr an. Oh, das ist gleich. Ja, oder? Ach nee, sie hat heute frei, stimmt. Und da kommt der Tantiemenbericht. Sehr schön, sehr schön. Das ist gut. Und in der Stadt findet die Geekon statt. Ach, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe anzugucken. So, warte mal kurz. Diego, hast du noch was zu tun? Was willst du da machen? Hände waschen. Ja, Hände waschen ist vielleicht nicht schlecht. Und tu das mal. Oh, halt, ich habe was gesehen. Oh, wie süß, Minka. Rennt ihrem Schwanz hinterher. Oh, wie goldig. Ja, das machen meine auch gerne. So. Gut, Stat. Du hast Hände gewaschen, alles sauber gemacht. Prima, dann geh doch mal benutzen. Verwenden. Wer schreit hier? Wer will was? Hallo? Du bist noch nicht wach. Wieso bist denn du jetzt wach? Hallo? Was willst du denn von deiner Mama? Zuschauen. Na gut, dann schau zu. Du könntest eher hier zuschauen. Das ist viel interessanter. Die ist ja auch wach. Wieso so... Oh, da, guck mal. Oh, haben will. Halt. Och, wie süß ihr seid. Ihr habt euch voll lieb. Och, ich euch auch. Oh Gott, wie kann man nur so zwei goldige Wesen haben? Ja, wartet mal hier. Kommt mal her. Du mal hier Mikesh streicheln, ja. Und du machst das gleiche mal mit der kleinen Minka. Die wollen nämlich auch lieb gehabt werden, ne? Also das muss mal sein. So, und ich muss gucken, ob Melody es jetzt endlich geschafft hat, ihr Essen dahin zu stellen. Ja, gut, dann iss mal. Und was macht Diego? Diego ist auch irgendwo unterwegs. Keine Ahnung, warum rennt ihr denn immer ins Bad? Ich sagte verwenden und nicht quasseln. Okay, sag mal, was musst du heute machen? Zwei Tage bis zur Arbeit. Was will Salem? Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Penny angefreundet hast. Ja, nee, Penny ist... Was machst du da? Mit Puppen spielen. Ich glaub's hackt. Also, Diego, ganz ehrlich. Du kannst jetzt nicht anfangen, hier rumzuspielen. Du gehst und nimmst dir bitte mal ein Gericht, damit ich das weglegen kann. Bevor die Katzen meinen, das wäre für sie gedacht. Ja. Und eigentlich wollte ich ja mal die Kleinen beobachten, wie sie mit den Katzen hier... Habt ihr das jetzt gar nicht gemacht? Hallo? Sind doch eure Tiere. Hallo? Geh mal zu Mikesh, der möchte auch von dir gestreichelt und bekrabbelt werden. Nicht immer nur deine Schwester. Komm, quassel mal mit dem. Ja, das ist ein Kätzchen, das braucht Zuwendung. Es sei denn, deine Schwester wollte gerade zu ihm. Oder wolltest du mit deinem Bruder quatschen? Wo ist denn Minka hin? Minka, hallo, keine Ahnung. Ich krieg wieder nichts mit. Ja, ich weiß, was? Mitsuki, was? Oh, Leute, ich komme nicht hinterher. Und das war wieder zu schnell.
Mitsuki wollte irgendwas. Ah! Ich krieg nichts mehr mit! Hier ist zu viel Chaos! Warum habe ich das getan? Bist du bald mal fertig mit Essen? Ich weiß ja nicht. Wie viel Hunger haben denn die Kleinen eigentlich? Ja, noch geht's, ne? Dann würde ich aber wirklich erst einmal das Essen hier in Sicherheit bringen. Mhm. Sicher ist sicher. Und wo ist jetzt Mikesh hin? Da. Und wo ist Minka hin? Am Kratzbaum. Von hinten. Ja, warum nicht, ne? Kann man auch. Okay, gut, dann macht mal, was ihr machen wollt. Ist mir jetzt egal. Wir müssen uns bei ihr halt noch um die anderen Sachen kümmern. Und ja, Marvin hat soeben Freundschaft mit Mikesh geschlossen. Das ist fein. Eigentlich kannst du dich auch einfach mal hier hinsetzen und plaudern mit deinem Mann. Ne? Ich meine ja nur, lass ruhig mal die Kleinen in Ruhe. Die sind mit ihren Katzis beschäftigt und so. Ja, und du? Auch. Nee, du könntest mal hier, gucke mal, Minka ist auch noch da. Stopp, 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 stopp. Du gehst jetzt mal dahin. Diese scheiß, Entschuldigung, diese blöden Dinger hier im Weg. Da solltest du mal, nee, hier und da und brabbeln. So, lass mal deinen Papa in Ruhe, der ist noch am Essen. Wir bringen dich auch gleich wieder ins Bett, weil eigentlich, was schreit denn da? Ach so, das war das Zeichen, dass du dich was unterhältst, okay. Gut. Ihr seid eigentlich noch viel zu müde. Ah, jetzt sitzen sie da und unterhalten sich wenigstens. Gucken dabei fern. Auch gut. So, was möchtest du eigentlich an Wünschen? Melodie knuddeln. Okay, das können wir gerne mal machen. Bei Gelegenheit. Und was willst du hier? Wohnungsschlüssel geben. Nee, das musst du nicht. Das reicht, wenn Melodie das jedes Mal macht. Du willst Weltkulturkanal angucken. Okay. Was musst du noch für die Arbeit tun? Mal ganz dumm. Vorführung oder immer das Gleiche. Du hast 24 Stunden Zeit. Weißt du was? Ach ja, genau, Moment. Die Kleinen wieder ins Bett bringen. Ja, bring mal die Kleine ins Bett, oder? Schlafen? Gehst du selber oder muss man dich bringen? Willst du sie ins Bett legen? Kleinkind überprüfen. Ja, mach einfach mal. Ist okay. Macht ihr einfach mal. Und Melody macht das Gleiche dann umgekehrt. Auch hoffe ich. So, du bringst dann den Großen in... Also den Großen, sag ich mal. Kleinkind in den Schlaf lesen. Du bringst Marvin ins Bett. Hopp. So. Und wenn du da gerade nichts tust, ist das auch in Ordnung? Ja, nee. Was haben wir sonst noch zu tun? Ich blick... Ach, Hilfe! Zu viel, zu viel, zu viel. Okay, hier können wir mal... Ach, Mann, ehrlich, ich und meine Dings. Du könntest den Minka mal kennenlernen und auch mal streicheln. Ja. Und dann musst du ihn loben und auch mal streicheln. Ja. Wir brauchen hier ein bisschen, ne? Und mit irgendwem kannst du dann Laserpointer spielen oder was auch immer. So. Ja, wir haben halt jetzt volles Haus, ne? Das wird stressig, aber gut, das ist egal. Wir kriegen das alles hin. Wir sind ja auch, was die Challenge hier betrifft, eigentlich ganz gut dabei. So. Jetzt ab ins Bett mit euch beiden. Es ist zwar schon Mittag, aber ihr habt den letzten Tag kaum gepennt. Schlaft ihr mal noch ein bisschen. Ne? Können euch mittags gerne wieder wecken, aber im Moment ist erstmal Schlafen angesagt. Und dann muss Melody auch eigentlich nochmal schlafen. Soziales Mediending aktualisieren und die Schimpftirade steht eigentlich auch noch an. Okay, Melody, du gehst dann bitte hier hin. So. Einmal soziales Netzwerk aktualisieren. Dann kannst du ja vielleicht noch ein Bildchen hochladen oder so. Wir haben ja jetzt so viele süße Bildchen. Wer ruft denn da wieder an? Hi, Melody. Wir fänden es toll, wenn du unsere Gruppe... Nein, Gruppe ist verboten. Nein, komme ich in keine Gruppe. So, was wollten wir noch machen? Virales Video? Nee, Anzahl der Follower über... Bild promoten? Hä? Moment. Hieß das nicht Bild hochladen? Ich bin gerade ein bisschen... Witze mit Followern. Anzahl der Simstagram-Follower prüfen.
Ah, das ist dann wahrscheinlich für die Tiere gedacht. Ah, guck. Okay, aber wir machen dann erstmal ein Bild noch und dann darf Melody sich erst nochmal hinlegen, weil sie ist müde. Sie darf nochmal ein Schläfchen halten und Diego macht irgendwas Schönes. Nee, du musst jetzt auch nicht nach deiner Tochter gucken. Himmel nochmal. Du kannst hier mal den Mikesch irgendwie knuddeln oder so oder was. Keine Ahnung. Umarmen. Ja, und mach mal aus ihm so ein Simstagram-Tier. Genau, wo ist es denn? Hier, da. Und mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das denke. Hoppa. Ach, wie süß. Komm, zeig mal. Oh, Oh, Brilliantina. goldig. Ja, ach, sie sind einfach zu putzig, ey. Die Tiere. Und so süß. Was denn? Tschüss. Wie weißt du nicht, wie man fotografiert? Kann doch jetzt echt nicht sein, oder? Simstagram-Tier. Hopp. Lass deine Tochter in Ruhe. Ah, da ist... Oh, goldig! Leute, wartet mal kurz. Nee, ich wollte noch ein bisschen nach unten eigentlich. Kann man... Ah, jetzt so. So. Das ist schon mal ein lustiges Bild, wie er da angerannt kommt. Mikesch, uns am Rennen. Kriegen wir dich noch irgendwie schöner drauf? Ja, oh, das ist doch herzallerliebst. Das ist doch herzallerliebst, ja. Mikesch im Laufen. So, zwei und dann am besten noch mal diesen warmen Filter, den finde ich immer ganz toll. Und noch mal zwei. Ja, prima. Und, yeah, Simstagram-Einsteiger. Was steht da? Sammle 25 Follower auf Simstagram. Okay, und was habe ich davon? Belohnung. Mikesh hat Aufmerksamkeit erregt. Flotte Pfotenprodukte hat ihm als aufstrebenden Simstagram-Star ein kleines Präsent für seine außerordentlichen Bilder gesandt. Sieh in deinem Haushaltsinventar nach und fahre mit der hervorragenden Arbeit fort. Ja, supi! Mikesh hat 25 Simstagram-Follower. So, was wir bei Mikesh können, können wir mit Sicherheit auch mit Minka machen. Wenn ich jetzt weiß, wo Minka ist. Minka, wo bist denn du? Minka, hallo hier. Minka, ah, da. Oh ja, die müssen wir auch unbedingt Simstagrammen. Komm her. Meine Maus will gerade, ja, doch. Da. Und sie wird bitte auch ein Simstagram-Tier. Und dann können wir sie natürlich auch mal streicheln. Aber erst Simstagrammen. Ja, das mal. Ja, ha, guck dir mal auf, so ein schönes Bild. Halt, stopp, 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 stopp. Bah. Hier. Achso, warm einstellen. Ja, gut, nee, ab, ab, da. Ein warmes noch. Jawohl. So. Und dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen. Ah, ist so geil. Sie ist im Laufen. Moment, ich muss noch mal ein bisschen rücken. So, fein. Eins, zwei. Jawohl. Ach, ist das niedlich. Und hat sie es auch geschafft. Jawohl. Minka hat auch 25 Follower dazu gewonnen. Ganz toll. Apropos Follower und dazugewinnen und keine Ahnung, wie geht's dir hier? Gut. Und dann muss ich mal einen Blick werfen auf die Uhr. Hilfe. Nicht, dass ich schon wieder so überziehe. Ja, bin schon wieder dabei. Okay, dann, was? Diese... Moment. Nicht so schnell. Was? Oh, jetzt habe ich es wieder nicht gelesen. Dieses Bild lockt neue Follower im Heerscharen, also in Heerscharen an. Melody hat 80.000 Follower dazu gewonnen. Sie hat nun insgesamt 1.292.929 Follower. Yes! Melody, du bist ein einfach einzigartig. Du bist super, weißt du das? Ich bin stolz auf dich. Und mit diesem Bild verabschiede ich mich dann jetzt aber auch. Bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß an dem Part. Und wir sehen uns dann im nächsten wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.